Hannover steht Kopf. Der 775. Geburtstag der Stadt wird mit dem Familienfest am Maschpark eingeleitet. Es ist eine bunte Geburtstagsmeile, die rund um den Maschteich geplant ist. Es sind über 85 Aussteller, die sich in 5 Themenwelten präsentieren, die also das sportliche Hannover repräsentieren, das kreative Hannover, das musikalische Hannover ist ebenso präsent, ehrenamtlich und nah. Beispielsweise sind traditionelle Unternehmen dort und das ist ein ganz bunter Reigen. Sie bereiten der Stadt ein wunderbares Geburtstagsgeschenk. Die Stadt wünscht den Bürgern ein fröhliches Fest. Und was wünscht ihr der Bürgermeister? Natürlich wünsche ich alles Gute und dass die Stadt gesund bleibt. Gesund im übertragenen Sinne. Wenn man es mit Menschen vergleicht, ist natürlich, dass diese Stadt so sportlich, so dynamisch, auch so kreativ und tatkräftig bleibt, dass so viele Menschen auch helfen in der Stadt. Denn ohne die viele Arbeit, ehrenamtlich oder auch hauptberuflich, würden wir das alles gar nicht hinbekommen, diese großen Herausforderungen, vor denen Hannover auch steht, dann zu bewältigen. Neben den zahlreichen Angeboten für Jung und Alt, lassen es Künstler wie Giuliano Rossi oder John Winston Bertha auf der Bühne richtig krachen. Ja, ich bin John. John Winston Bertha ist mein voller Name. Ich bin leidenschaftlicher Musiker aus Hannover. Also ich bin jetzt gleich auf der Bühne hier im Maschpark und werde auf jeden Fall den Welcome Home Song spielen. Dazu, mit dem ich auch auf Tour war. Diese Gemütlichkeit der Stadt ist, das ist das, was das Hannover Feeling ausmacht. So, man kommt hierher und fühlt sich sofort zu Hause, fühlt sich geborgen bei den Menschen. Es ist eine Stadt, die nicht zu groß ist, die nicht zu klein ist. Man kann immer was starten und es sind immer nette Leute um einen rum. So, das ist bei Hannover echt einzigartig. Und weil Hannover so einzigartig ist, hoffen wir, dass auch der nächste Geburtstag so schön verlaufen wird.